can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take the words and walk away. Yo, hallo Leute, in diesem neuen Video bin ich in der offiziellen 0.15.0. Keine Alpha-Build mehr, sondern in der offiziellen, ganz normal rausgekommenen Version. Und es hat sich einiges verändert und ich bin so geflasht davon. Und vor ein paar Sekunden ist das rausgekommen, so vor einer Minute, zwei. Und ja, wir sehen jetzt hier schon im Menü, es gibt nicht nur die Option, sondern auch einen Store. Und auch in den Optionen hat sich was getan. Wenn man jetzt hier in den Store geht... Okay, die Sounds sind ein bisschen zu laut. Moment. So sollte das gehen. Sieht man hier neue Texturenpakete und die Skinpakete. Und die kann man sich jetzt hier wie normal auch kaufen. Und ja. Zusätzlich natürlich auch Texturenpakete. Und da kann man sich die Bilder anschauen. Haben die richtig gut durch... nicht durchgesetzt. Haben die richtig gut... wie nennt man so etwas? Umgesetzt, genau, umgesetzt war das Wort. Und das finde ich mega nice. Wenn man jetzt hier auf Skin klickt, ist das natürlich noch alles gleich. Und auch hier das Biom und das ganze Zeug hier ist auch noch da. Und Moment, so. Und ja, ansonsten habe ich auch noch was in den Optionen getan. Wir haben jetzt hier ganz normale Gamertag, dann Xbox-Kontoeinstellungen. Und jetzt kommen wir hier unten noch Texturenpakete, Multiplayer-Spiel, das ist eigentlich ja ganz normal wieder. Und der Rest dann halt. Und wenn man hier auf Texturenpakete verwalten drückt, dann sieht man hier, hat man die Texturenpakete, die man da einfügen kann. Und ich weiß es nicht, ob es genau funktioniert, wie es genau funktioniert, dass man selber Texturenpakete da einsetzen kann, sag ich mal. Und also, dass man selber ein Texturenpaket da einfügen kann. Und ansonsten hat sich nichts geändert. Also vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es auch gar nicht. Und das hat sich jetzt so geändert eigentlich. Und hier im Menü haben wir jetzt nicht nur die Freunde, sondern auch eine Realms. Und die können wir hier für ein Probe-Abo kostenlos erstellen. Und danach kostet es halt 8,33 Euro, 37 meine ich. Und ja, zudem halt noch dieses Freunde Ding ich hoffe mal, es funktioniert jetzt. Bei mir hat es nie funktioniert und mal schauen. Und ja, wenn ich hier jetzt noch mal in hier Redstone Welt, da habe ich mal so versucht irgendetwas zu bauen, wenn ich hier mal reingehe, mal schauen, was sich jetzt im Menü geändert hat. Soweit eigentlich gar nichts. Die Pfeile ganz normal, alles neu hinzugefügt. Hier auch das Redstone-Zeugs, oben noch die Gamertag und so das ganze. Neue Maps, Mobs, zum Beispiel Skelettpferd, Maultier und Esel und das ganze Zeugs. Normales Pferd, ja, Hase gab es schon vorher. Und ja, ansonsten hat sich, glaube ich, hier... Sonst hat sich hier nichts weiteres getan. Jetzt bekomme ich auch Twitter-Nachrichten, das ist natürlich auch schön. Ja, das war's eigentlich. So viel dazu. Ihr könnt euch jetzt die normale Version für 6 Euro, glaube ich, sind es immer noch, herunterladen im Play Store oder App Store und schaut selber, was alles jetzt neu hinzugefügt worden ist. Und ja, ich sag dann ciao, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ihr könnt jetzt euch den Ding runterladen, die 0.15, und vielleicht erstelle ich mir ja auch mal eine Realm und da kann man auch zusammenzocken. Gut. Ja, wie schon gesagt, dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.